Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart Wii CTGP R. Heute mit dem nächsten Update, und zwar das Update 1.3.1124-2. Ja, und auch nochmal hier die kurze Info direkt am Anfang. Diese Strecken, die wir heute fahren, bin ich schon mal vor über einem Monat gefahren, als ich schon mal versucht habe, den Part aufzunehmen. Allerdings kann ich mich kaum noch an die Strecken erinnern. Ja, die Parts habe ich halt aufgenommen ohne Ton. Hab's nicht bemerkt, dass ich ohne Ton aufnehme. Dementsprechend konnte ich die wegschmeißen. Ja, heute haben wir 5 Strecken insgesamt. Und das wird auf jeden Fall mega nice, denke ich mal. 3 Update-Strecken. Nee, warte. Jetzt bin ich... Ups. Wir haben heute keine einzige neue Strecke. Ich hätte das anders aufbauen müssen. Wir hatten ja im letzten Part 2 neue Strecken und 2 Update-Strecken. Ich hätte vielleicht eine Update-Strecke, eine neue Strecke für den heutigen Part aufheben müssen. Jetzt ist zu spät. Und ich nehme den anderen Part nicht nochmal auf. Also, nee, danke. Also, gut, dann haben wir heute insgesamt 5 neue Strecken. Sondern 5 Update-Strecken, wovon 2 Strecken auf jeden Fall eine komplett neue Version bekommen haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat mindestens eine der Strecken, die eine letzte Version bekommen haben, auch trotzdem nochmal neue Texturen oder irgendwie was anderes. Daher werden wir mal gucken. Wir hatten im letzten Part, Knorren-Bowser. So. Und heute nehmen wir jemanden hier in der oberen Reihe. Nehmen wir mal der Toad. Ja, genau, Toad. Heute bist du dran. Und zwar mit der Quark-Quark-Ente, bestimmt. Oder nehmen wir den Blitzer? Wir nehmen den Blitzer. Genau. Und dann suche ich mal die erste Strecke raus. Die erste Strecke des Parts ist eine Strecke, die wir jetzt aus Mario Kart 8 Deluxe von den Booster-Strecken her kennen. Und zwar Sky Garden vom Game Boy Advance, auch geremaked in Mario Kart DS. Und die hat eine brandneue Version bekommen. Damals hat sie von mir als Note eine 3- erhalten. Inzwischen würde ich sagen, die alte Version ist eher im 4- bis 5er Bereich tatsächlich. Also das war so eine zu gute Bewertung. Ja, und die hat halt eine brandneue Version bekommen. Und ich zeige euch erstmal die alte und dann gucken wir uns die neue an. Und es ist scharf drauf und sehr schön, aber nicht so sehr scharf wie der Kameknaller mit Koopa. Aber es ist trotzdem scharf drauf und das stammt nicht vor drum. Mir kommt die Strecke bekannt vor, aber ich weiß nicht von wo. An sich, optisch jetzt nicht so ein Augenschmaus. Ah, so krass sind die Texturen auch nicht. Gerade wenn ich mir den Boden so angucke. Im Hintergrund diese paar Pflanzen, die sehen da schön aus. Die passen da. Oh, ich. Ja, und dann gucken wir uns jetzt mal die neue Version an. Ich kann mich erinnern, dass die trotzdem nicht so obermega hammergeil war. Denke ich. Die neue Version. Gucken wir mal. Oh doch, doch, also sie ist okay, also grafisch ist es schon mal deutlich besser. Also wenn ihr das mit eben vergleicht, dann war es, das war ja alles eine, es war SNES-Grafik gefühlt schon. Da ist das dann doch schon hier deutlich besser. Ah doch, doch. Dann hatte ich mich jetzt getäuscht. Man konnte jetzt in der Einblendung auch sehen, dass wir auf einer riesigen Wolke sind. Das ist eigentlich auch ganz cool und das ist weiter, das finde ich jetzt nicht so schön. Ja, hier in Mario Kart 8 Deluxe gibt es rechts ein paar Pilze. Hier nicht. Finde ich in Ordnung. Man muss sich ja nicht unbedingt an die neueste Version orientieren. Ist ja kein Problem. Lieber was Eigenes draus machen. Und ich finde echt cool, wie die Wolken am Rande so hoch sind, dass man da richtig eintaucht, wenn man da reinfährt. Das macht voll Sinn. Das macht richtig schön Sinn und das gefällt mir. Auch irgendwie die Sonne. Es sieht eher nach Sonnenuntergang aus, aber ich sehe die Sonne nicht. Aber von den Lichteffekten her könnte das so ein Sonnenuntergangsfeeling sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich die Strecke deutlich gebessert. Gut, es könnte hier und da ein paar mehr Gegner sein oder generell überhaupt mal Gegner. Es ist hier nichts auf der Strecke so an sich los. Das ist halt immer noch ein Kritikpunkt. Aber ja. Ja, ich habe sogar schon eine Note im Kopf, die ich ihr geben würde. Die ist nicht mehr im 4er Bereich oder auch nicht mehr bei einer 3-. Wie gesagt, ich würde der alten Version heutzutage eine 4- oder so geben. Und ja, ich hatte eben eine Note im Kopf. Ach ja, genau, eine 3+. Also dadurch, dass hier nichts Besonderes ist an sich... Also, wie gesagt, Gegner fehlen und so weiter und so fort. Und der eigene Touch fehlt halt auch noch. Ja, und guck mal hier, die Brücke, die hätte man auch ein bisschen besser pixeln können. Das ist leider immer noch so 2D-Grafik.
Es wurde Potenzial hier verschenkt, aber dennoch, ich bin trotzdem zufrieden mit der Strecke, weil sie einfach besser geworden ist, weil die davor war einfach Müll. Davor war sie einfach Müll. So. Ja, es tut mir leid, dass wir heute keine neue Strecke haben. Dafür im nächsten Part dann wieder. Dafür im nächsten Part wieder. Da habe ich am Anfang der Aufnahmesession mit den zwei Parts habe ich nicht überlegt. Nicht nahe gedacht. Oder nicht nahe geguckt, was im zweiten Part so alles für Strecken dran sind. Ich bin davon ausgegangen, dass da auch eine neue Strecke dabei ist. Aber gut. Wir haben ja trotzdem neue Versionen da. Und das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Und es kommt ja auch für den Spaß hier drauf an. Und wenn ihr die alten Parts sowieso nicht kennt, so gesehen, dann sind das ja für euch eh alles neue Strecken. Also von daher. Von daher. Ja, mal gucken. Vielleicht kann man irgendwann wieder einen Mario Kart Wii CDGPR Stream machen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das erstmal noch ein bisschen dauert. Mal gucken, mal gucken. Oh, ich habe Birdo getroffen, das finde ich gut. So, die ersten 15 Punkte schmeckt. Weiter jetzt zur nächsten Strecke. Es weihnachtet hier im Juni. Mit Christmas Kurt. Ja, eine Strecke, die eine letzte Version bekommen hat, hat von mir eine 4 Plus bekommen. Ja, war nicht so nice. War. Ja, die Weihnachtsstimmung kam nicht rüber. Grafisch war es okay, aber auch nichts Besonderes. Wie gesagt, sie hat eine letzte Version bekommen und ich meine, ich kann mich erinnern, dass da auch keine Änderungen waren. Daher erfahren wir sie jetzt einfach, ohne dass ich euch eine, ja, eine vorherige Version einblende. So, hier haben wir sie. Hier haben wir sie. Mit ein paar Pinguinen. Sie hatte an sich, ja, mehrere Bereiche, ja, aber ich weiß nicht. Ich wurde mit der Strecke nicht so warm. Vielleicht, weil hier auch Winter ist, keine Ahnung. Ja. Ja, ich wurde mit ihr nicht warm. Sagen wir es einfach mal so. Ja. Sagen wir es mal so. Weihnachtsmann fehlt. Wir haben zwar irgendwo ist ein Tannenbaum. Danke. Danke. Irgendwo ist ein Tannenbaum. Aber zum Weihnachtsmann. Bisschen mehr hier Dekoration. Ja, hier sind ein paar Lichterketten. Ja. Aber. Ja, es gibt ja auch. Ich weiß nicht, wie die sich nennen. Warte, wie heißt denn das? Was man so am Tannenbaum auch dann macht, jetzt. Oder generell. Ja, es gibt so viel Schmuckzeug für Weihnachten. Hätte man sich da irgendwie was raussuchen können oder so. Daher. Hier, das ist noch der schönste Bereich. Das ist noch der schönste Bereich. Da kommt noch ein bisschen Weihnachtsstimmung rüber. Aber hier so zum Beispiel. Dann gibt es hier rechts eine Abkürzung. Ich fahre die einfach mal. Okay, die hat funktioniert. Im Part hat sie nicht funktioniert. Denn hier ist irgendwie was. Des Weiteren verbinde ich die Farbe Rot sehr viel mit Weihnachten. So rot-grün, sag ich mal. Aber hier ist kein roter Teppich oder sowas in der Art. Und ich habe zu spät geschüttelt. Schade. Bari ist da vorne. Ja, also benotungsmäßig bleibt sie natürlich, weil ich hier auch keine Änderungen sehe. Keine Ahnung, was hier geändert wurde. Und genießen wir einfach trotzdem diese winterliche Stimmung. Weil winterliche Stimmung kommt hier auf jeden Fall auf. Das auf jeden Fall. Und ja. Die ist eine bessere der schlechteren Strecken. Kann man vielleicht sagen. Was fahre ich hier für Mist zusammen? Das war knapp. Nein. Oh, er ist dagegen. Warte, warte, Sniper. Oh nein, er ist drüber gesprungen. Warte, ich habe noch eine Chance. Und ja, sehr schön. Aber wir sind noch nicht in der letzten Runde. Gut, dann fahre ich hier nochmal. Dank. Gut, das ist meine Unfähigkeit gerade gewesen. Okay, ist in Ordnung. Da lasse ich Wario wieder den Vortritt. Ist da unten eigentlich was? Das sieht so aus. Ich glaube, das ist der Bereich, wo der Tannenbaum ist. Kann das sein? Ich glaube fast ja. So, ich will jetzt hier noch Erster werden. Aber wir sind sowieso noch nicht in der letzten Runde. Aber jetzt sind wir in der letzten Runde. Wow, und ich habe so auf die Karte gerade geguckt. Und nicht auf die Banane, die auf dem Weg da lag. Oh, ein schöner Stachel. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Mario, verzieh dich! Verzieh dich! Oh, Fake Item Box. Finde ich jetzt nicht so cool. Mal ein neues Item. Aber ich hätte die Fake Item Box ruhig da hinlegen können. Oh, nicht schon wieder. Bestimmt kommt gleich eine rote. Sehe ich schon kommen. Sehe ich schon kommen. Oh nein. Da, oh, zum schmalen Grat. Danke. Oder Fahrt. Nicht Grat. Fahrt.
So. Gut. Dann fahren wir jetzt auch mal trotzdem den Weg hier mal außen lang. Ist jetzt nichts Besonderes. Das ist ein Beschleunigungsstreifen. Sonst, wie gesagt, nichts Besonderes. Und Wario ist irgendwo hinter mir. Da hinten ist er. Ich kann versuchen, noch ein kleines Attentat. Ja, ich habe ihn getroffen mit der grünen. Nice. Somit wenigstens erster. Immerhin erster. Ja, und dann geht's weiter mit der nächsten Strecke. Auch eine letzte Version. Wir haben noch eine Strecke vor uns, die eine komplett neue Version bekommen hat. Und ich kann euch sagen, die wurde komplett umgebaut. Aber diese Strecke hebe ich mir für den Schluss des Parts auf. Die kommt dann als letztes dran. Die habe ich mir nämlich schon gefunden. Die nächste Strecke ist Autumn Leaves Way von Part 16. Hat eine 3 Plus bekommen. Ich war mir sehr unsicher. Also sie hatte viele Bereiche. War an sich auch ganz cool anzusehen, aber nicht so gut zum Fahren. Und dadurch hatte ich ihr dann nur eine 3 Plus gegeben. Und ja, die hat eine letzte Version bekommen. Gucken wir mal, ob es Änderungen gibt oder nicht. Je nachdem, ob es Änderungen gab, habt ihr jetzt eine Einblendung gesehen oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es hier Änderungen gab. Daher, gucken wir mal, gucken wir mal. Ich glaube, nein. Sehen wir mal. Obwohl, so ein bisschen die Farben... So ein bisschen farblich hat, könnte sich das geändert haben. Eventuell. Wenn ich hier mal jetzt... ein Video nachgucke. Weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Das werde ich notfalls im Schnitt entscheiden. Und falls sich was geändert haben sollte oder so, werde ich das reinschneiden. Also Schatten gab es halt vorher auch schon. Ich weiß nur nicht, ob die so stark waren, die Schatten. Naja, bei solchen Updates gibt es halt trotzdem Änderungen. Aber nur so kleine, dass das halt wirklich... Ja, meistens nicht auffällt. Meistens zumindest. Ja gut, dann genießen wir mal jetzt die Strecke. Ich bin jetzt weiter hinten, das gefällt mir nicht. Ich bin 10. Platz, was soll denn da jetzt? Was ist denn da jetzt los? Ja, dann brauche ich jetzt mal ein schönes Item. Da hinten ist ein Wickler, der ja rumrennt. Das finde ich ganz nice. Arbeiten die wenigsten Strecken mit tatsächlich. Dann gibt es hier auch ein paar Böder. Animal Crossing da links. Da hinten ist Platoon 2. Hier links. Hackneck. Was ist das? Wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Aber gut. Muss ich vielleicht nicht kennen. So. Und dann gibt es hier so eine problematische Kurve tatsächlich gleich. Und zwar... Ich weiß jetzt nicht wo. Hier noch ein... Ja gut, die Kurve ist jetzt auch nicht so gut. Das ist halt der Bereich, wo ich sage... Sie lässt sich nicht so gut fahren. Und hier eigentlich, hier ist, das ist halt diese problematische Kurve. Was ein bisschen schade ist. Was war denn das jetzt? Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Ja, moin. Luigi und Koopa haben es aber anscheinend auch erwischt. Ja, gut. Haben wir jetzt eine Runde hinter uns? Oh, ich kann Maxi werden. Cool. Hallo, alle Platten. Kommt her. Kommt her. So, jetzt hier abkürzen. Wenn ich schon so einen Goldpilz habe, dann muss ich das auch nutzen. Schon mal 3. Platz. Schon mal ein Anfang. Schon mal ein schöner, schöner Anfang. Der Entwickler stört mich eigentlich nicht. Oh, Pilz. Nein, ich habe ja weit auf dem Spike. Dadurch bin ich jetzt voll vorbeigedriftet. Was macht Wario hier? Oh, schön Birdo getroffen mit Bande. Ja, nice. Das war nice. Das war nice. Das hat mir gefallen. War aber auch nur Glück. So, jetzt kommt wieder diese problematische... Passage. Hier, das geht ja noch voll klar. Hier kann man auch ein bisschen einen Stunt ausführen. Das ist voll nice. Das ist voll nice. Aber hier, ich weiß nicht, ob das so klug ist, einen Sprung zu machen und dann direkt danach die Kurve. Und hier dasselbe. Da hätte man das so ein bisschen anders aufbauen können. Bin ich der Meinung zumindest. Naja, bleibe ich natürlich auch bei der Bewertung, weil ich auch keine Änderungen sehe. Ah, schöner Pilz. Das war ein nicer Pilz. Ja. Wir haben dann auch gleich eine andere Strecke. Und zwar eine Strecke, wo ich meine, es war eine letzte Version so gesehen. Allerdings, ich glaube, da gab es Änderungen. Werden wir gleich sehen. Oh, nicht ins Ausfahren. Nicht ins Ausfahren. Wario ist nah. Wario ist nah. Wario gefällt mir nicht. Wario, verzieh dich. Verzieh dich. Verzieh dich. Den grünen Panzer jetzt nach hinten schicken will ich jetzt aber auch nicht. Das Pilz. Pilz, Pilz. Nice. Genau deswegen schicke ich ihn nicht nach hinten, weil ich jetzt nur eine Fake-Item-Box bekommen habe. Aua. Das fand ich jetzt unfair.
So, zack, dann mal hinsetzen. Vielleicht fährt Fario rein. Nein, ich bin sogar dumm und fahre in eine Banane beim Beschleunigungsfeld. Dass ich jetzt immer noch Erster bin, das verwundert mich. Oh, ich muss den Pilz kriegen. Ah, ich weiß nicht, ob das so optimal war. Item, lass dich nicht vor. Nee, gut, der erste Platz ist weg. Der erste Platz ist weg. Zweiter wäre ich zwar noch, aber erster Platz ist weg. Mario ist über alle Berge. Uiuiui. Da hinten ist das Ziel, glaube ich schon. Wow, 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 die Banane. Genau, da hinten ist das Ziel. Keine Chance mehr zum Aufholen. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Wir sind noch insgesamt Erster. Und das ist die Hauptsache. Und wenn das so bleibt, bin ich zufrieden. So, jetzt kommen wir zu der Strecke, wo ich mir nicht mehr ganz so sicher bin. Ist zwar eine letzte Version, allerdings habe ich in Erinnerung, dass da trotzdem was geändert wurde. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Die Rede ist vom Mario Circuit vom Nintendo DS. Sind wir in Part 63 gefahren als komplett neue Version. Also die wurde komplett überarbeitet, wurde richtig schön gemacht. Daher gehen wir jetzt mal rein. Entweder blende ich euch jetzt was ein, wie sie vorher aussah, oder halt auch nicht. Werden wir mal sehen, werden wir mal sehen. Hier, die Palmas gab es vorher glaube ich auch nicht, genauso wie die Anzeige gab es auch nicht. Und wie schön sieht denn das aus? Gerade die Straße auch. Mega schön. Mega schön. Also, vorher war die Strecke eine Strecke, die nichts Besonderes war. Jetzt ist die Strecke eine Strecke, die etwas Besonderes ist. So, hier mit den Piranha-Pflanzen, das war vorher schon so. Ich glaube, hier sind ein paar weniger Itemboxen, dafür sind hier nochmal welche. So, da sind wir. Ich bin mir echt unsicher. Hm. Ich guck mal kurz. Ich meine, es... Sie hat nochmal... Oh, es ist schwierig, es ist schwierig. Ich bin jetzt hier beim... Ich habe hier das Bild jetzt offen vom Start. Vom Start. Gucken wir jetzt mal nach links. Ich meine, so ein paar Farben... Doch, die hat sich nochmal geändert. Die ist nochmal... Lichteffekte wurden hinzugefügt. Meine ich zumindest. Ah, es ist schwer zu sagen. Es ist so schwer zu sagen, Mensch. So, hier rechts kann man runterfallen. Trotzdem ist das eine sehr schöne gemimikte Strecke. Eine DS-Strecke. Und die hat mir da... Hat eine 1+ bei mir bekommen. In dem Part. Und... Ja. Ist, wie gesagt, sehr schön geworden. Ich habe doch geschüttelt. Aber die anderen wurden auch lahmgelegt. Sein. Ich hab mir gerade auf die Zunge gebissen, das hat weh. Gut. Dann schon mal erster Platz, das ist sehr, sehr gut. Solange ich vor Wario bin, passt das. Und. Doch. Hier, der Streifen links, hier, dieser hier. Der war vorher rot. Jetzt ist er orange. Also, das ist schon mal eine Änderung. Und sonst. Ich werde es dann genauer im Schnitt sehen. Und je nachdem entscheide ich, ob die Änderungen so gravierend sind. Dass ich vorher eine Einblendung mache oder nicht. Bewertungsmäßig bleibe ich dabei, weil es ist einfach eine sehr schöne Strecke geworden. Ich weiß nicht, was man noch aus ihr herausholen soll, kann, wie auch immer. Mir fällt da nichts ein, was man hier noch hätte besser machen können. Und daher fahren wir sie jetzt ganz gemütlich. Fahren wir jetzt hier ganz gemütlich ins Ziel. Ich pack mal die Grüne mal nach hinten. Vielleicht treffe ich jemanden. Ich habe Mario getroffen, Jackpot. Nice. Der ist jetzt weiter hinten. Sehr, sehr gut. Cooper ist weiter. Luigi ist dritter. Baby Mario eventuell vierter. Aktuell. Ja, jetzt hat Wario aufgeholt. Ist inzwischen auf dem vierten Platz. Aber besser als weiter. Da kam jetzt tatsächlich mal eine rote an. Aber dass Wario jetzt noch zweiter wird, ist sehr unwahrscheinlich. Er ist aktuell noch dritter. Gut. Ja, toll. Cooper ist irgendwo jetzt reingefahren. Schön. Aber Luigi hat jetzt Wario nochmal überholt. Ey, jetzt ist ja spannend da. Das ist ja sehr, sehr spannend da auf der Karte. Jetzt wurde Wario auch nochmal getroffen. Nice. Mario, vierter Platz für dich? Finde ich aber mega. Finde ich richtig mega. So, nochmal mit Items ausrüsten. Hier um die Kurve. Und dann ab ins Ziel. Komm, Baby Mario hat ihn auch noch überholt. Und war Luigi, glaube ich, auch? Was ist Wario geworden? Der Sechster geworden. Nice. Schön. Schön, 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 schön. So, und jetzt kommen wir zur letzten Strecke des Parts. Was nochmal richtig cool wird.
Da brauche ich jetzt hier auch keinen Cut machen, weil ich genau weiß, wo die Strecke ist. Und zwar im Federcup. Ich muss mir nur mal den Federcup raus. Ah ja, genau. Coin Heaven ist in einem Part mal dazugekommen. Ich weiß jetzt nicht mal, welcher Part das ist. Das blende ich hier einfach mal ein. Ich habe jetzt keine Lust zu gucken. Und war eine 1 Plus, war richtig, richtig cool. Durch die erstmal hier an. Mal gucken. Generell, es ist generell aus dem New Super Mario Bros. Universum. Weil die Blöcke sieht man da. Typisch für New Super Mario Bros. Die Käfer, die kamen ja auch im New Super Mario Bros. Vor. New Super Mario Bros. Wie zum Beispiel. Koopa sitzt da oben. Wario macht alle weg hier. Bisschen Nebel. Oh, da habe ich mir fast auf die Zunge gebissen. Toll. Bisschen Nebel, weil wir ja eigentlich auch in den Wolken drin sind. Daher passt das auch wunderbar hierzu. Ich meine, ich habe irgendwo noch einen Shy Guy gesehen. Wo ist denn der? Und die hat eine brandneue Version bekommen, denn die wurde komplett umgebaut. Ich kann mich noch sehr gut jetzt an die neue Version erinnern aus dem einen Part. Guckt euch das einfach mal an, wie die umgebaut wurde. Und ich finde das echt cool. Ich finde das echt cool. Die hat damals von mir bestimmt eine 1 Plus bekommen. Daher, ich gucke da jetzt gar nicht nach. Das spart Zeit. Und falls ich ihr keine 1 Plus gegeben haben sollte, vorher, dann benenne ich das hier halt ein. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die von mir schon vorher 1 Plus bekommen hat. Und das war gerade sehr dolle bitter. Wow. Und die Strecke ist nicht mehr wiederzuerkennen. Optisch sieht es natürlich wieder richtig cool aus mit so vielen, ja, Dingen aus dem Mario-Universum. Sei es der Scheiger, der da links winkt, oder sei es der Hammerbruder, der gerade auf dem Block da oben drauf war. Die fliegenden Pickelkäfer, also Para-Pickelkäfer. Oder so eine rote Münze, die da auf dem Block ist. Alles richtig, richtig cool gemacht und ich bin immer noch ein großer Fan dieser Strecke. Auch einige Münzen, die hier herumliegen, weil heißt ja auch Coin Heaven. Wow, 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 was, wow! Ja, moin, was war da gerade los? Gut, dann bin ich hier mal wieder runtergefallen nach dem Start. Zeit zum Aufholen, Zeit zum Aufholen. Positive ist, wenn ich nicht Erster werde, ist das nicht so schlimm, weil Wario davor die Runde verhauen hat. Wir haben doch hier ganz viele Bereiche, auch mal hier außerhalb der Wolken. Und warum fahre ich in die Banane rein? Das war sehr schlau von mir. Jetzt ist mal gut hier. Jetzt ist mal gut. Wo ist denn Wario eigentlich? Wario ist erst Platz. Aua. Durch das Schütteln bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Ey, jetzt reicht's mal langsam hier mit mich hier mal durchreichen. Ich habe keinen Bock mehr hier von euch hier herumgeschleudert zu werden. So, hier kann man übrigens auch nochmal einen Stunt ausführen, was auch sehr, sehr cool ist. Schönes kleines Detail. Und weh, ich werde jetzt hier nach dem Start wieder irgendwo ins Nirvana geschickt. Ah, ne, jetzt nicht. Aber ich hätte immer gerne einen Kugelbilly. So kann ich nur nach und nach leider aufholen. Ja klar, kriegt jemand anderes einen Kugelbilly. Und ich krieg nicht mal ein Item hier. Aber hier gibt es halt so viele Details und das ist auf jeden Fall weiterhin eine 1 Plus. Sowas von gerechtfertigt. Ich muss ehrlich sagen, diese Strecke hat sich sogar nochmal gebessert. Nur ich kann halt nichts Besseres als 1 Plus vergeben. Das ist leider so. So. Ach, Luigi. Lass mich. Erster Platz. Let's go. Ab ins Ziel. Da hinten ist das Ziel. Also, ab geht's. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat dieser Part trotzdem gefallen. Obwohl wir heute keine neue Strecke hatten. Dafür haben wir im nächsten Part, wann auch immer der kommt, mindestens eine neue Strecke. Ich kann ja mal kurz mal schon mal reinluxen. Wir haben im nächsten Part sogar zwei neue Strecken. Also, das wird richtig cool. Die neuen Strecken des der nächsten Cups, die kenne ich natürlich noch nicht. Von daher machen wir jetzt die Siegerehrung. Und wie gesagt, es kann sein, dass die nächsten beiden Parts jetzt nicht direkt im Anschluss kommen, nächste Woche oder so, sondern erstmal nochmal ein, zwei Wochen dauert, bis die nächsten beiden Parts kommen. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wann ich die nächsten beiden aufnehme. Wann ich dazu komme. Naja. Ihr hattet erstmal wieder hier zwei schöne Parts. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns. Und tschüss.